aber er wird mir noch angezeigt. Wollen wir hier mal die Strecke halt hier. Vielleicht bringt das ja was. Keine Ahnung. Oder wir erhöhen hier die Taktrate. Das wäre dann Getreide. Ja, hier 3 Minuten. Bin nicht so schnell. Ich werde da mal einen zweiten Zug drauf schicken. Mit Getreide hier. 5, 6, 7, 8. Getreide Dornstedt oder wie das heißt. Müssen wir dann gleich mal einen anhalten. Den gleichen Abstand haben. Aber da muss auf jeden Fall eine höhere Taktrate rein. User joined your channel. User joined your channel. So, alles eingestellt und ich begrüße Centauri hier. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Schönen guten Abend. Abend? Ich höre mich immer noch doppelt. Nein, liegt's an mir. Aber es war vielleicht bloß einmal. Ja, du musst den Fernseher leiser machen. Am besten den Ton ganz weg. Bei mir meint ihr mit dem Fernseher, den habe ich jetzt gerade auf Mute gestellt. Ja. Nehmen wir mal grün und orange. Oh je, das sieht doch total rostig aus. Ah, ist egal. Oh, die 2 Güterzüge haben einen Wert von 10 Millionen. Ist auch nicht schlecht. Also wo du weg warst, ich habe die Kunststofflinie mal eingerichtet. Ich habe nichts mitgekriegt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich verfolge mal nochmal ganz schnell. Also, ich fahre mal mit über die Bergstrecke. Also die finde ich echt auch gut gelungen. Muss man sagen, so an der Stadt seitlich vorbei. Berg hinauf und dann an der anderen Seite wieder runter. Ja, an Centauri noch. Heute Abend wird sehr wahrscheinlich der Livestream fortgesetzt, der gestern Abend noch lief, wo viele andere Zuschauer mit dran beteiligt waren, die Karte gebaut werden soll, heißen soll, was gemacht werden soll. Okay, interessant, wie spät? Das weiß ich leider noch nicht. Er wird auch nicht so lang sein, weil morgen muss man ja wieder arbeiten. So, der lädt das ab und lädt es da drüben wieder ein. Ja. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Der lädt das an dem einen Bahnhof aus, an dem anderen Bahnhof wieder ein. Yoshi fragt, verschwinden Passagiere jetzt, wenn die eine längere... ich glaube nicht mehr. Genauso wie mit den Gütern, weil die Güter haben ja nicht mehr diese 20-Minuten-Regel. Und die Passagiere verschwinden, glaube ich, auch nicht. Nee, das haben sie rausgefixt. Das war am Anfang genau so, aber das haben sie jetzt gefixt. Also das war, wenn man sich ein Haus gebaut hat zum Beispiel, dann waren die Passagiere weg. Oder keine Ahnung was. Aber wenn jetzt ganz normal in Betrieb irgendwas ist, dann passiert eine Stuhl in das Haus, dann wirklich abgerissen ist. Dann verschwinden die Leute. Man hört ihn immer noch doppelt. Du musst deine Mikrofonaktivierung noch ein bisschen höher setzen. Ich hab Push to Talk, aber die Foxy steht daneben. Ja, nicht du. Push to Talk ist der letzte Rotz. Push to Talk ist der letzte Rotz. Habt ihr andere Frequenzen, wo sein Mikro dann doch mit aktiviert wird? Geht's jetzt besser?
Jo. Man sieht's nicht mehr. Hallo? Test? Hallo? Ich frage mich, warum der so wenig 3D Plus produziert. Also was ich jetzt nicht richtig mitgekriegt habe, bekommt der zweite Bahnhof jetzt auch Güter, also Getreide oder was das war? Da, wo wir die zwei Kopfbahnhöfe gebaut haben. Ja, genau. Ja, das geht einfach rüber. Das heißt, es kommt da an und es wechselt dann direkt auf den anderen rüber. Aber das wird ja auch zu einer anderen Fabrik dann weitergeliefert, ne? Genau. Ja. Aber ich glaube, ich kann dir sagen, warum der nicht so viel produziert. Weil wir keinen Endverbraucher haben. Ja. Holy shit, was war das? Sorry, ich hab's Fenster aufgemacht und jetzt fuhr hier so eine alte Schwalbe lang. Oh Mann. Jetzt im Fernsehen hier noch. Ich stell's Mikro noch weiter runter. Ja. Problem ist, dass ich dann so schreien muss, da ich nämlich krank bin und heiser. Nein, musst du gar nicht. Und dich ja lauter stellen. Ja, genau. Ja, natürlich. Geht ja auch. Ja, wenn du Fragen hast zu dem Spiel, können wir beantworten. Meistens. Meistens, genau. Ja, wir sind ja nicht Urban Games, also wir können noch nicht in die Glaskugel so richtig gucken. Pause. Ja, das war eine kleine außerstädtische. Das ist auch noch weg. Das ist jetzt ein Hochgeschwindigkeitspreis. Ja, das habe ich einfach bloß gemacht wegen der Geschwindigkeit. Ja. Ja, das Spiel läuft deutlich flüssiger, auch wenn es im Stream nicht so aussieht, weil der Stream läuft ja mit 30 FPS. Aber wie man sieht, wenn ich das Spiel laufen lasse, das Autosave, da hast du vielleicht nur noch so einen 1 oder 2 Sekunden Ruckler. Und vielleicht im Late Game maximal vielleicht einen 3 Sekunden Ruckler. Wenn du richtig schon viel gebaut hast. Und allgemein, du hast keine Monatsruckler mehr. Und das, also ich finde auf jeden Fall, dass das Spiel flüssiger läuft. Was ich aber schon gemerkt habe bei unserer Community-Map, es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich stream und aufnehme, ne? Dann ist es halt auch selbst bei mir mal bei 30, aber ich sage ja schon, viele ja. Würden sich ja zum Beispiel auch über 20 oder 15 FPS freuen. Das ist halt dann auch immer daran abhängig, was für einen jetzt flüssig ist oder nicht. Ja, der Centauri, der hat also noch kein Train-Fieber gehabt und steigt jetzt praktisch direkt mit seinen Informationen mit Transportfieber ein. Und das ist auch nicht schlecht. Er meinte, er hätte schon mal so ein anderes Eisenbahnspiel gehabt. Ein bisschen Erinnerung kommt da auf. Transport Tycoon, das kennen bestimmt noch viele von. Ja. Eine, das ist gut 1997, 98, 2000 die Ecke. Ja. Aber ich hatte das, glaube ich, nicht. Es ist nicht dieses Railroad Take 3, ne? Aber da fing man auch 1850 an. Ja, da war ich so von begeistert. Und von Transportgigant.
Oder hieß der Verkehrsgigant? Nee, Transportgigant. Signale setzen. Mal eine kurze Verständigungsfrage. Aktuell schaue ich im TV ein Video von, ich meine, vorgestern oder ein paar Tage länger. Wenn ihr jetzt gerade, weil ich höre ja, dass ihr da was baut. Streamt ihr nur für euch live, dass ihr euch, oder seid ihr einfach im Multiplayer, dass ihr euch... Na, wir sind... Multiplayer gibt's nicht. Gibt nur Singleplayer. Gibt nur Singleplayer, okay. Ja. Spielt also jeder für sich? Nee, also ich spiele und die anderen gucken halt über den Stream zu. Ah, okay. Weil ich zum Beispiel, ich habe das Spiel ja noch gar nicht. Ich bekomme das auch erst am 8.11., wenn das offiziell zum Kauf bereitsteht. Also man konnte es jetzt schon kaufen, so eine Art Vorbestellung. Da kriegt man auch Rabatt. Ich möchte die Schiene abreißen, dann steht der Bau nicht möglich. Hä? Junge, ich will nichts bauen, ich will abreißen. Ja. Straße abreißen. Bahnübergang weg. Bahnübergang ist weg. Sag mal, wäre das möglich, sich in den auch eintrete? In was? In den? Zu schauen, was ihr macht. Ja klar, du kannst jederzeit im Stream anschauen. Yes, du guckst doch gerade zu, oder nicht? Nein. Warte mal, ich schicke dir mal eben den Link. Das ist natürlich dann langweilig für dich. So, warte mal. Zack. Aber was heißt langweilig? Denk mir die Bilder. Die haben es ja auch abgeschafft, dass die Züge sich drehen, wenn man die Verbindung abkappt. Das ist eben so wie früher. Einer hatte ein Spiel, hatte einen Computer und dann sind die Kollegen alle da hingegangen und haben ihm über die Schulter geguckt. Und das machen wir gerade. Jetzt kann ich euch auch folgen. Ja. Wie gesagt, das, was ich über YouTube auf dem TV schaue, das ist eine ältere Aufnahme. Ja, das ist jetzt live, was wir gerade machen. Beziehungsweise der Juli. Genau. Zudem ist es das Let's Play, die Let's Play Welt. Wie jetzt? Ja, der Bau. Lol, das geht. Ist ja geil. Ja, das ist mir jetzt egal, dass das so ein Haufen ist, aber der Bahnübergang geht. Ah, das sind zwei Bahnübergänge. Ah, ist mir egal. Da wird sich's stauen, aber. Es sieht cool aus. Steigung zu groß! Ich rasch aus. Wo ist da die Steigung zu groß? Ja, ja, da geht's. Ja, es geht. Ja, für Train Fever musste man ja auch sich eine bestimmte Bauart aneignen, wie man was realisieren konnte. Ich glaube, hier muss man auch noch so ein, zwei Kniffe rauskriegen, damit man sofort weiß, wenn ich das so und so mache, ja, dann klappt das auch. Ja. So, neue Linie. Von hier. Signal auswählen. Nach hier. So, hey. Gute Frage, welcher Bahnhof ist denn noch leer? Oh cool, alle voll. Das sieht schön aus mit den Häusern da in einer Reihe am Bahnhof. Ja, das sieht gut aus. Alles voll. Schickt man mal auf den.